Ich bin Bernhard Spöttl, Fotograf seit 25 Jahren und fotografiere seit 7-8 Jahren mit Leica. Und seit einigen Jahren mache ich Filme parallel zum Fotografieren. An der neuen SL2S schätze ich das kompakte Design. Die liegt super in der Hand, ist robust und ist für einen Outdoor-Gebrauch wie geschaffen. Das Schöne an der SL2S ist, dass die zwei Kameras in einem sind. Das ist eine Videokamera und eine Fotokamera. Und gerade wenn man Outdoor unterwegs ist, spielt Gewicht meistens eine Rolle. Und da reicht mir, wenn ich die SL2S dabei habe, um hochwertige Fotos und Videoaufnahmen zu machen. Über den S-Adapter und den M-Adapter kann ich beide Objektivpaletten am SL-System nutzen und die neuen SL-Objektive, die einfach kompakt sind und ähnlich den S-Objektiven von Ecke zu Ecke perfekt. Die SL2S ist, wie sie baut, ist super. Jeder Knopf gibt ein haptisches Feedback und ich kann mit drei Fingern die komplette Kamera bedienen, ohne sie vom Auge absetzen zu müssen. Image-Stabilisierung in der Kamera funktioniert super und rettet wirklich so manches Bild, wenn die Verschlusszeiten einfach zu lang sind. Ein weiteres Highlight von der Kamera sind die 180 Frames pro Sekunde im Videomodus. Gerade bei Action reichen Aufnahmen ein super Element, um schnelle Bewegungen oder Momente festzuhalten. Die SL2S ist nicht eine Kamera, auf die ich achten muss. Die macht jeden Job unter allen Bedingungen. Die kann auch mal Dusche von Spritzwasser abkriegen und man muss sich keine Sorgen machen, dass sie ausfällt. Ein sehr guter Punkt der SL2S ist die interne Aufzeichnung in 10-Bit Farbtiefe, was in der Postproduktion einen größeren Spielraum zur Farbkorrektur und zum Look anpassen gibt. Der neue superschnelle Modus mit 25 Bilder pro Sekunde, den kann man lange nutzen, bis der interne Speicher von 4 GB voll ist. Und dadurch ist der kreative Spielraum um ein Element größer. Am Ende ist für mich der entscheidende Punkt das Bild, was die Kamera liefert. Und das macht die SL2S hervorragend.